Nice. Und hier sind wir. Da ist ein Schalter und wir kommen nicht dran. Das ist nicht sehr gut. Aber dafür haben wir natürlich auch gleich eine Lösung gefunden. Und das ist die Überraschung für die Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Was man... abgesehen davon, von diesen Fähigkeiten, die man noch zusätzlich lernt, auch noch kriegt. Na. Komm, komm. Sehr schön. Und ein Speicherpunkt nämlich. Nein. Es gibt diese Statue noch. Will hört eine eindringliche Stimme. Will, ich habe seit langer Zeit auf dich gewartet. Ich bin Friedan, der Vernichter. Lass mich mir bei deiner Suche verhelfen. Mit der Zeit wirst du verstehen, was ich bin. Langsam verändert Will seine Gestalt. Wir können uns verwandeln in Friedan. Und, um schon mal zu spoilern, später auch noch in eine andere Figur, aber die lernen wir erst relativ, ja, ab der zweiten Hälfte. Also man hat hauptsächlich Frieden und Will. Und Frieden hat halt das etwas längere Schwert. Und der lernt natürlich auch nochmal ein paar Fähigkeiten. Das heißt, man kriegt hier nie genug. Und ich stehe voll auf seine Laufanimation mit seinen Haaren. Da stehe ich mega drauf. Und er kommt nämlich an den Schalter hier. Bam. Und der Frieden ist auch stärker. Wie man hier erkennt, er zieht 3 mit einem normalen Schlag ab. Wobei hingegen Will nur 2 abzieht. Zack, zack, zack. Mit dem kann man auch sehr gut spammen, wie man unter Umständen erkannt hat. Nur ein bisschen lächerlich sieht seine Laufanimation nach unten aus, wie so ein kleines Kind, finde ich. Keine Ahnung, wie so ein Baby. Egal, bumsen wir die mal. So. Zack. Zack. Bitches. Der kann natürlich auch das gleiche wie Will hier mit dem Ranziehen, nur dass er ein bisschen andere Bewegung macht. Ach, komm. Komm. Die Bitches haben überhaupt nichts drauf. Was ist das eigentlich für eine Schule Scheiße? Ein einäugiger Wurm aus dem Wasser. WTF. Ups. Und? Nein, er hat nicht mehr Leben. Das hätte schon fast gelogen. Ich weiß nicht, ob er mehr Verteidigung hat. Rutschige Wege von. Also in allen Punkten ist Frieden eigentlich besser, aber durch die verschiedenen Fähigkeiten, die man lernt, mit den verschiedenen Charakteren muss man manchmal auch hin und her wechseln. Zum Beispiel lernt man mit Will so einen Rutscher, also so auf dem Boden, so sliden, den braucht man manchmal. Oder so einen Rammer, um Höhlen aufzubumsen, wobei er noch eine Fernattacke lernt und eine Betäubung. Ist alles unterschiedlich. Und das Dungeon ist vorbei, ich verwandle mich zurück. Praktisch. Kann mich aber leider nicht mitten auf der Weltkarte zu Frieden verwandeln. Ich muss dafür immer zum Speicherpunkt kommen. Egal, da bin ich wieder Will. Hier ist auch irgendwo ein rotes Juwel. Rotes Juwel. Ich glaube, das war jetzt alles. Ah, da. Er hat ja eine düstere Stimme. Ich habe dich beobachtet, wie... Ich kannst auch du deine Gestalt ändern. Ich bin Ilya aus Itori. Der Pflanzengeist ist mein Beschützer. Wie kannst du eine Melodie kennen, die nur in Itori bekannt ist? Ich lernte sie von Lola, meiner Großmutter. Sie summte sie immer wieder, wenn sie besorgt war. Aber woher wusstest du schon, bevor ich die Melodie gespielt habe, dass ich sie kenne? Ich habe ihre Kuchen probiert. Er schmeckte sehr seltsam, findest du nicht auch? Du kennst meine Großmutter? Ja, sie bat mich, dir beizustehen, wenn du in Gefahr bist. Ich werde gerufen. Ich muss gehen. Wir werden uns wiedersehen, Will. Leb wohl. Tschö. Wow. Pustekuchen. So. Gab's hier auch noch was? Nee, ich glaube, hier gab's noch was zu fräsen. Ich glaube... Müsste alles gewesen sein. Ich kann aber nochmal alles ändern. Aber hier gab es eigentlich nur was zu fressen. Gleich. Aber das sehen wir ja dann. Na. Ja, man muss es auch von allen Seiten probieren. Das macht durchaus einen Unterschied. Schläft er hier noch? Ja. Egal, dann gehen wir mal Kara die Bitch abholen. Vielleicht steht die auch am Eingang. Nein, vielleicht steht sie auch nicht am Eingang. Ich gehe jetzt einfach gucken, ob die Bitch da oben steht.
Da hat sich wer verliebt. Na, wenn sie nicht hier ist, dann gibt's Schläge. Ah doch, sie ist da. Ich wusste, dass du kommst. Danke. Hat die Wache draußen geschlafen? Sein Spitzname ist die alte Schnarchnase. Er schläft sogar im Stehen. Dein kleines Ferkel kam und hat mir angelutscht. Ich habe ihn Hamlet getauft. Süß, nicht wahr? Er ist sehr schlau. Er ist irgendwie anders als alle anderen Schweine. Bitte, nimm mich mit. Sie fragt noch nicht mal, kannst du mich mitnehmen? Bitte nimm mich mit und meiner natürlich nur mit dem Schwanz denken. Wahrscheinlich sieht die Obergeil aus in dem Spiel. Anders kann ich mir das nicht erklären, dass der sich für die Fotze interessiert. Das ist einfach nämlich obernervig, die Schlampe. So. Noch was zu essen, das konnten wir ohne sie nicht holen. Große Jackkeule gefunden. Dödödödödöm. Sehr schön. Jetzt haben wir alles. Lass uns verschwinden, bevor die Soldaten auftauchen. Okay. Ab durch den Vordereingang, bevor die Soldaten auftauchen. Wobei ich auch gern... Oh, okay, der bewacht die Tür. Endlich geht es los. Gehen wir zu deinem Haus. Ich mache mir um deine Großeltern Sorgen. Ja, also Wills Haus. Dim, dum, dum, dim. Dim, dire, dum, dum, dim, dum, 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 bim, bim. Und jetzt das Solo. Nein, wie man sieht, die Weltkarte ist auch nicht offen. Man hat nicht wirklich große Auswahl. Aber es ist nicht schlimm. Ist immer noch abwechslungsreicher als FF13. Wildshaus. Oh, jetzt hatten die wieder harten Sex. Was passiert? Ist etwas passiert? Was ein Spaß. Schrecklich! Wer könnte das getan haben? Wo sind meine Großeltern? Großvater Bill! Ich darf dich ja schon so nennen. Oma Lola! Ich schaue oben nach. Ladies first. Hä? Wie hat die das geschafft? Das Bild. Bitch, das Bild. Bitch, das Bild. Das Bild, Bitch. Will, komm schnell herauf. Ich habe etwas entdeckt. Oh, du bist ja schon in mir. Was ist geschehen? Dort an der Wand. Das ist das Zeichen des Schakals. Der Schakal war hier. Der Schakal? Er ist ein Jäger und arbeitet für meine Mutter. Das Böse wohnt in ihm. Er hat keinerlei Skrupel. Nichts kann ihn aufhalten, wenn er jemanden jagt. Das Leben eines anderen bedeutet ihm nichts. So wie mir, weil ich euch ja in die Gefahr gebracht habe. Aber warum meine Großeltern? Oh, eine fliegende Blume, Pustekuchen. Habt keine Angst, ihr beiden. Du bist diejenige, die dunkle Stimme hat. Wer bist du? Und was guckst du Wills auf den Arsch? Ich bin eine Freundin von Will. Lilly, weißt du, was geschehen ist? Sorge dich nicht, deine Großeltern sind beide in Sicherheit. Sie sind in meinem Dorf. In deinem Dorf? Das ist Itori. Ich habe noch nie von diesem Dorf gehört. Natürlich nicht. Mein Dorf ist von einer mystischen Barriere umgeben. Normale Menschen können es nicht sehen. Komm mit, Will. Na gut, ich komme. Ich will auch mit. Magie und so hat mich schon immer voll interessiert. Das ist zu gefährlich für eine Prinzessin. Mein Vater ist König. Ich mache, was immer ich will. Ich mag diese Frau nicht. Das ist keine Frau, das ist ein kleines Pisskind. Ich weiß, dass alles gut werden wird. Sollen wir nicht mit den Bewohnern reden, bevor wir gehen? Es kann lange dauern, bis wir wieder hierher kommen. Ich würde sagen, ich hau einfach ab. Tschö. I don't need you. Ich versuche einfach abzuhauen. Nice. So Bitches brauche ich nicht. Kann ich jetzt schon nach Itori? Nein, kann ich nicht. Ich muss mit den Bitches reden. Fuck my life. Lance Butters, wo bist du? Moment, da gebe ich erstmal meine Juwelen ab und hole mir einen Verteidigungsplus. So. Hatte ich 4. Zeig mal dein Angebot. Krieg ich ja schon bald wieder Lebensenergie. Geil. Ja, ich bin nicht ausgerüstet, ich weiß.
Ich gehe einfach mal in unsere Höhle. Man weiß ja nie. So. So. Seehöhle. Ich werde ganz sicher gewinnen. Was ich mit dir will? Du siehst so bedrückt aus. Willst du nicht darüber sprechen? Was ist los? Du benimmst dich nicht so, wie der gute Alte will. Dabei bist du noch jung. Rede ich mit Seth nochmal? Ich werde ganz sicher gewinnen. Gut, die interessieren sich ziemlich stark für meine Sorgen. Nämlich ungefähr gar nicht. Mit wem soll ich denn dann noch reden? Ich würde sagen, wir hauen ab. Nochmal hier reingehen.